oft muss das Wasser im Becken getauscht werden? Das Wasser im Becken sollte jedes Jahr vom Beginn der Saison an gewechselt werden. Achte darauf, dass im Winter das Wasser unter dem Niveau der Düsen abgelassen werden muss. Um Algenbildung im Wasser zu vermeiden, muss Winterfluid eingefüllt werden. Vor der nächsten Saison muss man den Pool entleeren, reinigen und mit sauberem Wasser auffüllen. Wenn du den Pool leeren möchtest, tu dies nur, wenn es einige Tage lang keine starken Regenfälle gegeben hat. Niederschlagswasser kann die Höhe des Grundwassers erhöhen, was dadurch den Boden des Beckens beschädigen kann. Lass den Pool nie länger als ein paar Stunden ohne Wasser stehen. Stelle dabei sicher, dass nach dem Entleeren des Beckens kein Wasser unter dem Boden zu spüren ist. Wenn du das Gefühl hast oder spürst, dass sich Wasser darunter befindet, solltest du so schnell wie möglich mit dem Füllen des Beckens beginnen, um eine Beschädigung des Beckens zu vermeiden. Wie oft muss das Becken gereinigt werden? Je nach Verschmutzungsgrad solltest du das Becken regelmäßig reinigen. Es ist wichtig, die Sauberkeit der Beckenwände jederzeit zu überprüfen und diese gegebenenfalls zu reinigen. Außerdem sollte der Pool vor Beginn jeder Saison gründlich gereinigt werden. Wie wird der Pool gereinigt? Das Becken sollte mit einem Oberflächennetz, Poolsauger und einer Wandbürste gereinigt werden. Ein vollautomatischer Staubsauger hilft jedoch, diese mühsame Arbeit zu erledigen. Dank ihm wird der Pool sauber, während du dich in dieser Zeit entspannst. Wie benutze ich die Poolchemie? Poolchemie ist ein Desinfektionsmittel, das für die Erhaltung von kristallklarem Wasser unerlässlich ist. Verwende es immer gemäß den Anweisungen auf der Verpackung sowie der Herstelleranweisungen. Um zu verhindern, dass sich Pilze, Algen und andere Mikroorganismen im Becken einnisten, muss regelmäßig auf Sauberkeit geachtet und das Wasser fachgerecht desinfiziert werden. Vor jeder Anwendung der Schwimmbadchemie sollte das Wasser auf Reinheit, pH-Wert, Algen und Konzentration anderer Chemikalien überprüft werden. Wie oft dosiere ich die Poolchemie? Wie oft und in welchen Mengen Chemie eingesetzt wird, hängt von mehreren Faktoren ab. Die wichtigsten davon sind Wetterbedingungen, das heißt Häufigkeit und Intensität der Niederschläge und wie oft du oder deine Verwandten den Pool benutzen. Wie hält man den Pool sauber? Um den Pool sauber zu halten, sind mehrere Handlungen erforderlich. Dazu gehört die richtige Dosierung der Poolchemie und die Pflege des Bodens, der Wände und des Wassers, für die wir verschiedene Geräte einsetzen. Überprüfe auch die Wasserwerte, wie zum Beispiel die Chlorwerte, die auf der Skala des Handtesters 0,6 nicht überschreiten und den pH-Wert des Wassers, der innerhalb von 7,4 bis 7,6 gehalten werden sollte. Außerdem sollte der Pool regelmäßig mit einem manuellen, halbautomatischen oder automatischen Poolsauger gereinigt werden. Das Herzstück eines jeden Pools ist die Filteranlage. Je größer der Filter, desto sauberer wird das Wasser. Wenn du immer klares Wasser im Pool haben willst, solltest du die Filteranlage 24 Stunden am Tag eingeschaltet lassen, unabhängig davon, ob du den Pool nutzt oder nicht. Wenn du den Pool nicht nutzt, decke die Wasseroberfläche ab. Dadurch wird das Eindringen von Blättern, Insekten und anderen Verunreinigungen im Pool reduziert. Was gibt es für andere Methoden zur Desinfektion von Schwimmbadwasser als Chemie? Als interessierte und immer beliebter werdende Alternative zur traditionellen Methode der Wasseraufbereitung ist die Salzelektrolyse. Salzelektrolyseanlagen wandeln Salz in Chlor um, jedoch ohne den typischen Chlorgeruch. Das ist sicherer für empfindlichere Haut. Darüber hinaus führt ein Großteil der Salzelektrolyseanlagen automatisch alle wichtigen Wasserqualitätsmessungen durch.